Moin Talon, willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zu Mali. Ich werde Spiro noch ein bisschen trainieren lassen, weil ich kann ja eh nicht dahin. Das Wetter ist auch na, an sich ganz schick, muss ich zugeben, so mit dem Morgen Spiro. Hast du ein Häufchen gemacht, mach ich mal gerade weg. Musst ja nicht in deinem Unrat stehen, das ist ja nicht so angenehm. Ich klopf's einfach mal in die Kiste, die jetzt bestimmt schon stinkt wie sonst was. Du kannst noch ein bisschen trainieren, während ich weg bin, bitte. Loyalität ist ziemlich gut. Warte mal, kann ich dich erst nochmal eine Runde knuddeln? Komm, wir knuddeln dich nochmal. Ne? Du machst hier so viel. Unpassender Ort für Interaktion. Okay, das funktioniert nicht. Kann ich nicht. Nein, ich wollte auf zurück. Okay. Du bleibst hier. Dann trainier. Warte mal. Weizen. Und du isst gerne Weizen, habe ich das Gefühl, ne? Ja, ich muss mal Weizen wieder anbauen. Du kannst noch ein bisschen trainieren. Und zwar noch ein bisschen sprinten. Während ich weg bin, mach's gut. Alu möchte spielen, aber Alu kann jetzt leider nicht. Beziehungsweise, ja gut, komm, wir machen das mal. Ausnahmsweise, hier, komm, Alu. Wir hätten mehr auf den Hafen achten sollen. Ich hätte nur nicht, nur die damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es war meine Schuld. Einladung? Sollen wir morgen etwas zusammen machen? Okay. Morgen 10 Uhr. Wow, du musst morgens. Meine Werkstatt, alles klar. Hi, Kiwa. Morgen 10 Uhr. Na, Mann, Mann, Mann. So, jetzt müssen wir zum Hafen. Zum Hafen, James. Mach's gut. So, jetzt bin ich am Hafen und jetzt müssen wir gucken. Diese losen Bretter sehen ein bisschen sehr seltsam aus, muss ich zugeben. So, wo ist denn Mali? Mali ist da. Warte schon. Warte mal, ist hier nicht. Was ist das denn? Ein Riesentintenfisch. Die sehen ja sehr abgefahren aus. Es funktioniert noch so. Es gibt hier noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Die Ohren sehen ganz cool aus, muss ich zugeben. Was ist das denn? Wasabi? Senf, ja, das sieht nach Wasabi aus. Das ist doch eigentlich für. Ich weiß gar nicht. Da habe ich die gekauft, siehst du. Teppiche gibt es hier noch. Da ist ein Drill. Mini-Bohrer. Ein Relikt, das zum schnellen Graben durch Gelände benutzt wurde. Sieht äußerst raffiniert aus. Ziemlich selten. 300 Angriff. Das könnte ich aber, glaube ich, auch später durch Dingens kriegen. Kamera, was sind das hier noch? Baupläne, Pflanzenständer, Laufband, Werbeschild. Ja, weiß ich nicht. Muss mal gucken. Was ist das hier? Das Kristallaquarium sieht ganz cool aus. Das würde ich mir gerne nochmal besorgen, weil das sieht ein bisschen toller aus als das da, was ich habe. Kann ich hier Fisch kaufen? Nein. Kann ich hier Fisch kaufen? Nein. Ich glaube nicht. Wir gehen mal zu Mali. Hi Mali, du stehst hier schon seit ein paar Tagen. Tut mir leid. Bereit für die Reise zur Sternichtinsel? Gehen wir. Cool. Das nenne ich mal ein Boot. Krass, es wird geladen, okay. Wie cool ist das denn? Das sieht ja echt toll aus hier. So tropisch. Okay. Das ist also die Sternichtinsel. Sieht nett aus. Der Eingang der Ruine ist dort drüben. Gehen wir. Ich glaube, dass der Dingens hier trügerisch ist. Die Musik ist toll. Okay, komm, gehen wir in die Ruine. Wobei, da hinten sehe ich was. Ich muss da erstmal hin. Was ist das hier? Das sind doch irgendwelche Viecher, oder nicht? Nee, ich kann die mitnehmen. Das sind tatsächlich nur Kokosnüsse. Ich dachte schon, das wäre was anderes, okay? Coole Sache. Was gibt's denn hier für abgefahrene Sachen, Mann? Hier sind auch so seltsame Dinge. Eine Koralle? Das ist eine Koralleninsel. Wie cool ist das denn? Ich will eigentlich erstmal alles sammeln. Wir gehen jetzt nicht in die Ruine. Wir sammeln jetzt alles ein. Okay. Ja, das sieht ja echt cool aus hier. Die Musik ist so toll und Korallen kann ich sammeln. Gibt's doch bestimmt irgendwo Versteckkisten. Hier ganz irgendwo in der Ecke. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier irgendwo. Nicht? Nicht. Da ist noch ein kleiner Pfad. Kann man hier noch zwischendurch gehen? Kann man zwischendurch gehen? Hier ist bestimmt irgendwas versteckt. Siehst du? Wusste ich doch. Ich wusste es.
So, dann gehen wir hier lang. Da oben auch was ist? Ich weiß nicht. Warte mal, wir gehen da mal hoch. Kann ich da hochspringen? Man kann hier hochspringen. Okay, Mali springt sogar hinterher. Finde ich cool. Wow. Coole Sache, ey. Das ist auch ein tolles Foto. Junge, Junge, Junge. Die sieht echt cool aus. Und da hinten ist die andere Insel. Das finde ich schon super gemacht. Ich hoffe ja inständig, dass hier noch ein bisschen was dazu kommt, weil irgendwie will ich ja noch mehr haben hier. Das reicht mir noch nicht. Ich brauche noch mehr zum Erkunden, ey. Das wäre der Oberhammer. Oh, was war das? Das war ein Bug, okay. Jetzt sind wir hinten auf der Rückseite. Hier kann man ja auch angeln, ne? Hier kann man bestimmt so exotische Fische angeln oder so. Kann man den einsammeln? Nee, kann man da nicht, ne? Wobei, bei den Farben würde ich mir Gedanken machen. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Hier sind noch mehr Korallen. Also wenn ich Korallen brauche, muss ich die hier mitnehmen. So. Ich versuche hier nochmal schnell lang zu gehen und dann geht es auch schon wieder zurück. Kokosnüsse und Korallen gibt es also auf der Insel hier hauptsächlich. Ich warte eher immer noch auf was Besonderes hier. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich in der Ruine sein. Wo kann ich hier noch was finden jetzt? So, noch mehr Korallen, okay. Die Seemöwen sind hier auch schon kräftig dabei. Man hört, kann man die hier runterklopfen? Hier kann man auch hochspringen, wie cool ist das denn? Aber da kommt Mali nicht hoch, haha. Kann man die absägen? Ne, die kann man leider nicht absägen, oh. Kann man die treten? Nein, kann man auch nicht, schade. Ich dachte, man kann die treten. Lass da mal runterkommen. Das ist ziemlich abgefahren. Okay, viel gibt es hier nicht zu sehen. Hier noch ein paar Korallen, die nehme ich noch mit. Ich weiß nicht, was man daraus machen kann. Korallenketten oder so? Ich bin mir nicht sicher. Es wäre abgefahren, wenn man die ins Aquarium stecken könnte oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass da oben irgendwas versteckt ist. Ich will hier immer gucken. Hier muss doch irgendwo... lass mich da hoch. Komm schon. Oh! Oh Gott, ich bin in der Textur. Ja, ja, ja. Ja, komm. Da ist nix. Damn it. Jetzt kann ich hier oben gucken, ob hier noch was ist. Da ist nichts. Es wäre abgefahren, wenn da irgendwo eine Kiste stehen würde. Dann kriege ich aber die Krise. Okay, da sind noch Korallen. Da hinten sind auch noch Korallen. Ja, dann gehe ich da gerade noch ab und dann bin ich die Insel hier komplett abgegangen. Oh Gott, bloß nicht runterfallen jetzt hier. Das könnte ganz böse Aua machen. So. Okay, da sind noch Korallen, die nehme ich noch mit. Zwei Stück nebeneinander. Coole Sache. Da ist nichts. Schade, dass man nicht schwimmen kann. Das wäre echt abgefahren. Ich habe ja ein Bikini, muss ich ja für irgendwie mal nächstes Jahr benutzen. Dann gehe ich mal gerade hier runter. Dann sammle ich die Sachen noch ein. Da lag doch irgendwas, ne? Hast du gerade richtig gesehen? Irgendwas? Lilaner Schleim oder was ist das hier? Die Mucke ist cool. So, ich glaube, das war's. Jetzt habe ich hier echt alles erkundet. Jetzt ist Feierabend hier. Ich glaube, jetzt habe ich alles erkundet. So, ich weiß auch nicht, wo Mali jetzt gerade schon wieder hin ist. Die müsste aber gleich wieder hinter mir spawnen. Schwuppdiwupp, da ist sie schon. Siehst du. Dann gucke ich hier gerade nochmal in die Ecke. Aber ich glaube, hier habe ich alles eingesammelt. Ne, da oben ist noch was. Siehst du. Gucken lohnt sich. Okay, das nehme ich noch mit. Jetzt habe ich aber wirklich alles mitgenommen hier. Also wenn ich jetzt noch was vergessen habe, dann weiß ich es auch nicht. Da bin ich einfach zu doof gewesen. Auf geht's. In die Höhle. Warte mal, die Kokosnüsse packe ich mal weg. 7 Korallen und 7 wunderschöne Äste, die aus dem Meer geholt werden. Sie eignen sich gut als Dekoration und Sternlichtkorallen. Eine Spezialität der Sternlicht. Diese Farbe und Form gehören zu den besten. Kann ich sogar verkaufen, okay. Mache ich aber erstmal nicht. Ist ja abgefahren, wenn man nachher doch tauchen könnte. Das wäre der Oberhammer hier, muss ich zugeben. So, wir gucken mal. Ich probiere mal die Kettensäge aus. Auf in die Ruinen. Sieht aus wie ein alter Büropark. Sowas finden wir oft in Lucien. Komm schon, gehen wir rein. Bleib in meiner Nähe, okay? Ich würde das mal hier die... Okay, die sind... Okay... Das kaputt. Okay.
Nee, das bringt gar nichts. Ich muss den Hammer nehmen. Okay, Mali macht das schon alleine hier, also... Das ist, das sieht aus wie eine Tür hier. Was interessant finde, ist, hier ist Wasser. Ne? Hier. Aber hier nicht... Was, ja gut, gerade so die Füße, okay. Da unten kann ich verstehen vielleicht, wenn ich mal die Flucht reinkomme. Oh, wer ist das denn? Das ist ein großer. T-52. Ich hoffe nur, dass der T-1000 hier nicht rumrennt, dann wird's böse. Komm her hier. Aber ich kriege ich auch noch kaputt. Kein Problem. Da ist noch was in der Wand. Ach, da ist einer hinter der Wand, okay. Hier. Kleiner. Hup. Da sind noch welche. Hier nehmen den kleinen, nimmst den großen. Bam. Okay. Die öffnen wir mal. Das ist also ein Bürokomplex gewesen. Okay, interessant. Ich gehe erstmal hier lang, würde ich sagen. Und dann gehen wir gleich eine Etage höher. Okay, wir gehen eine Etage höher, weil die ist kaputt. Ein paar Kabel der Türsteuerung sind durchgebrannt. Kannst du das reparieren? Was brauche ich denn da? Um die Tür zu reparieren, brauchst du 3 Kupferdrähte. Muss ich besorgen. Ich fürchte, ich muss mal zurück. Oh, da kommt schon wieder einer. Da muss ich mal zurück. Kupferdrähte muss ich besorgen. Okay, kriegen wir hin. Das würde ich mir nicht entgehen. Das ist das, wir müssen mal zurück tatsächlich. Kupferdrähte muss ich mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob ich noch mehr brauche. Ich habe sowas jetzt nicht dabei. Ich finde abgefahren, dass hier sogar Fische rumschwimmen. Ich kann es nicht verlassen. Nein, 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 nein. Oh Mann. Dammit. Ich kann das nicht reparieren, weil ich keine Kupferdrähte dabei habe. Manno. Da gibt es bestimmt irgendeinen Bonus drin und ich kann das nicht reparieren. Habe ich denn Kupferdrähte dabei? Nein, ne? Ich habe auch keine gefunden. Doch, ich habe welche dabei. Ich habe welche gekriegt. Okay, dann reparieren wir das. Kupferdrähte, ja. Okay. Das ist interessant. Weißt du, was das ist? Ich habe keinen blassen Schimmer. Nein. Das sind Entwürfe für Prozessoren. Für uns im Moment ziemlich nutzlos, da wir nicht planen, eines der Teile herzustellen. Das ist also eine Anlage für Entwürfe. Wir müssen vorsichtig sein. Es könnte KI-Wachen geben. Das sind Pläne für Prozessoren. Okay. Das ist aber eine Fundgrube hier dann, ne? Oh. Okay, da müssen wir die Tür... Achso, du musst hier tatsächlich rein. Okay. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, dass man hier steht und dann... geht's nicht weiter. Jetzt ist die Tür da oben offen. Alles gut. KI-Waffe. Da bin ich mal gespannt. Alter, mit 3000 Schaden, ey, du machst einfach alles platt, ey. So viel Schaden will ich auch mal machen. Ich kann nicht stoppen und dann macht Mali einfach den hier und dann ist sowieso erledigt. Noch eine Kiste. Das sind sogar Regale, kann ich mitnehmen. Strukturelle Ästhetik, okay. KI-Wachen könnte es geben. So, gucken wir mal, das sind ja hier nur diese Roboterhunde. Der nächste bitte. Den Hammer kann ich euch umhauen, dann könnt ihr nichts machen. Haha. So, was haben wir hier? Oh oh. Keine Chance, da hochzukommen. Der Motor des Aufzugs ist kaputt. Kannst du ihn reparieren? Ich arbeite dran. Ich repariere hier alles. Um den Aufzug zu reparieren, brauchst du einen verbesserten Motor. Ja. Bitteschön. Aufwärts. Es geht sogar aufwärts. Coole Sache. Oh oh. Da ist eine Tür auf der anderen Seite. Warte. Wow, nicht sehr freundlich. Oh, Karamba. Die sind aber... Da muss ich aufpassen. Die machen ja böse, böse Damage. Komm, du gehst jetzt hier nur rum, dann kann ich dich kloppen. Der macht schon ein bisschen Damage beim Nutzen zu gehen.
kriegen. Jetzt muss ich mal gerade zur Seite gehen. Und mir eine Heilung reinlocken. So, die Kettensäge bringt hier leider nicht viel, muss ich zugeben. Das Schwein müssen wir... Wow, er zieht seine... Okay, der haut mit seinen Füßen. Jetzt schlägt er zum Beispiel nicht mehr zu. Das kann man ja auch ein bisschen Damage machen hier. Jetzt steht er unter mir und dann ist er kaputt. Okay. Wow, Kompressor, Militärmotor, alter Schwede. Jetzt gibt es aber richtig was... Yay. Yeah. Marley hat echt Style, gefällt mir, ja? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.